Hallo und herzlich willkommen bei UbiTestet. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu diesem Video hier bei mir auf dem Kanal. Mit mir vor der Kamera der Peugeot e-Rifter, in der Langversion L2 genannt. Den Peugeot Rifter gibt es nur noch als vollelektrische Antriebsvariante. Benziner und Diesel sind bei den leichten Nutzfahrzeugen des Stellantis-Konzernes komplett aus dem Programm geflogen. Das heißt, sowohl den Opel Combolife als auch den Citroën Berlingo gibt es einzig und alleine mit vollelektrischem Antrieb. 50 Kilowattstunden fassende Antriebsbatterie, 136 PS starker E-Motor, angetrieben auf der Vorderachse. Und wir wollen natürlich schauen, wie sind die Platzverhältnisse hier in der Langversion, denn die Kurzversion habe ich euch bereits von allen Derivaten einmal vorstellen können. Die Videos zu den anderen Derivaten findet ihr übrigens in der Videobeschreibung. Und ich werde euch heute wieder mit auf Verbrauchstour nehmen. Bedeutet, wir fahren unsere immer gleiche Verbrauchsrunde ab. Die beinhaltet 50% Überlandverkehr, 40% Autobahn, Vmax 130 Stundenkilometer und 10% ist der Stadtverkehranteil. Da wollen wir nicht nur herausfinden, wie effizient der E-Antrieb arbeitet und wie weit wir damit dann mit einer Batterieladung kommen. Nein, ich gebe euch während dieser Fahrt natürlich auch alle wichtigen Informationen rund um den Peugeot e-Rifter bezüglich Platzverhältnisse, Fahreindruck oder weitere Dinge, die euch natürlich interessieren. Am Ende des Videos gibt es dann natürlich den Verbrauch, die echte Reichweite und vor allem natürlich auch mein persönliches Fazit zusammen mit dem Thema Preis zum Peugeot e-Rifter. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr dran bleibt, dem Kanal ein Abo schenkt, falls nicht schon getan, das Video liked und mir eure Meinung unten in die Kommentarbox schreibt, damit wir am Anschluss an dieses Video auch miteinander diskutieren können. Ich wünsche euch jetzt mit mir und dem Peugeot e-Rifter viel Spaß bei diesem Video. Schauen wir uns den Peugeot Rifter oder respektive den e-Rifter erst einmal von außen genauer an. Er unterscheidet sich von den mittlerweile 5 Derivaten. Man glaubt es kaum. Ja, es sind 5 Stück. Wir haben den Fiat Doblo ganz neu. Dann haben wir den Opel Combo Life, den Citroën Berlingo und den Toyota Pro Ace City Verso und eben den hier stehenden Peugeot e-Rifter. Wir sehen, dass der e-Rifter oder respektive die Peugeot-Variante sich am meisten eben davon absetzt, eigenständige Scheinwerfer hier mit diesem kleinen Säbelzahn-Tiagfahrlicht. Dann haben wir hier einen Unterfahrschutz so in Offroad-Style-Manier. Wir haben hier aber noch das alte Peugeot-Logo verbaut. Leider gibt es hier bei den Scheinwerfern auch weiterhin keine LED-Lichttechnik. Da wir hier die Langversion fahren, in dem Fall hier den e-Rifter L2, haben wir hier 35 cm mehr Außenlänge als beim normalen. Der normale Hochdach-Kombi oder normale e-Rifter hat 4,40 m Außenlänge. Wir haben hier 4,75 m Außenlänge, die dann auch ausschließlich eben dem Gepäckabteil zugute kommt. Der Wagen ist unverändert 1,88 m hier hoch, 2,11 m mit den Außenspiegeln breit. Und wir stehen hier steht unser Fahrzeug auf 16 Zoll Alufelgen. Wir sehen auch wieder das Typische des e-Rifter, ist dieses Offroad-Konzept, was hier gerne umgesetzt wird, hier mit den unlackierten Kunststoffflächen hier an der Seite und am Schweller.
Wir haben auch weiterhin an serienmäßig zwei Schiebetüren. Beide haben einen Ausschnitt von 74 cm Breite. Also das auch kein Unterschied zu der Langversion oder der Kurzversion. Beide genau identisch. Im Gegensatz zum beispielsweise VW Caddy, den ich euch vorgestellt habe. Den gibt es als Maxi-Variante mit einem größeren Ausschnitt bei der Schiebetür. Allgemein wieder das einheitliche Heck hier mit diesen einheitlichen Rücklichtern, wobei hier jetzt der E-Rifter sogar noch mehr diese Krallenoptik wieder widerspiegelt. Das heißt auch hier ein bisschen Eigenständigkeit, die sich der E-Rifter hier verdient. Wir sehen auch hier eine Anhängerkupplung, die hier im Zubehör erhältlich ist. 750 Kilo ist die Anhängelast, 50 Kilo ist hier die Stützlast. Sehr schön und clever bedient ist hier die zweigeteilte Heckklappe. Wir haben hier noch ein Glasfenster, was man öffnen kann, wo man relativ leicht nochmal ein paar Gegenstände hier schnell einladen kann. Wir haben ansonsten hier noch eine sehr große Heckklappe, die wir kennen, und die öffnet ebenfalls sehr weit und ich kann mit meinen 1,78 hier wunderbar darunter stehen. Dahinter haben wir einen riesigen Laderaum und das ist der große Vorteil eben der L2-Variante. Wir haben hier ein deutlich größeres Kofferraumvolumen. In unserem Fall sind es 806 bis über 2200 Liter Stauraumvolumen. Sehr schön auch diese quadratischen Abmessungen. Wir haben 1,12 Meter Laderaumbreite, 1,12 Meter maximale Laderaumhöhe und bis zu den Sitzen der zweiten Reihe haben wir dann hier 1,35 Meter Ladelänge, was wir dann optional mit Umlegen des Beifahrersitzes auf bis zu 3,05 Meter erweitern können. Und wem das nicht reicht, wer mehr als 5 Personen mittransportieren möchte, der kann zusätzlich noch die L2 und auch die L1-Variante mit 2 Einzelsitzen zusätzlich ordern. Die werden dann hier eingesteckt, sind Klappsitze, können auch easy ausgebaut werden, kostet dann einen Aufpreis von rund 750 Euro hier beim E-Rifter. Jetzt würde ich aber sagen, wir schauen gleich mal auf die Rücksitzbank und dann durch das Auto hindurch. Der Zustieg hier über diese Schiebetür erfolgt sehr, sehr angenehm. Vor allem ist die Sitzbank hier auch angenehm hoch montiert. Wir haben hier im E-Rifter und seinen Derivaten 3 Einzelsitze, was sehr angenehm ist. Vor allem dann, wenn ihr Kinder habt und 3 Kindersitze hier installieren wollt, habt ihr hier die Möglichkeit, wirklich über die Einzelsitze an jedem mit Isofix den Kindersitz eben zu sichern. Wir haben allerdings auch so ein bisschen eine unangenehme Sitzposition, wenn man etwas breiter ist, denn durch diese Einzelsitze hat man natürlich auch das Problem, dass man relativ weit außen sitzt. Das heißt, mein Blick fällt nicht direkt auf diese Kopfstütze, sondern geht hier am Fahrer vorbei. Ich sitze auch leicht so etwas versetzt hinter dem Fahrer. Sitze auch sehr nah hier an dieser Schiebetür. Gegen Aufpreis bzw. nur in der GT-Variante, in der höchsten Ausstattungslinie, gibt es dann auch Sonnenschutzrollos. Sehr positiv finde ich persönlich, dass es hier elektrische Fensterheber gibt. Man kann sie öffnen, zwar nicht komplett, aber dennoch, sie sind zu öffnen. Wir haben hier auch eine Belüftung hier im Fond, haben einen USB-Anschluss und für die Kinder gibt es hier an den Außenpositionen auch noch zusätzliche kleine Tische mit einem Cupholder sowie kleine Ablagenetze hier an den Vordersitzlehnen. Wenn man dann die Sitze auch entsprechend umlegt, dann fallen die auch fast eben um, sodass dann die Ladefläche vom Kofferraum auch angenehm gerade bleibt. Jetzt würde ich aber sagen, wir gehen in Reihe 1 und schauen uns natürlich dort die Platzverhältnisse für Fahrer und Beifahrer an. Auch die vorderen Sitze erreicht man sehr angenehm. Ein hoher Einstieg, bequem, großer Türausschnitt, weit öffnende Türen. Und dann sitzt es sich hier äußerst angenehm hoch vor allem. Man kann den Sitz auch sehr schön in der Höhe verstellen. Auch das Lenkrad ist hier ausreichend weit in Höhe und Tiefe verstellbar. Aber auch hier gibt es die Besonderheit, denn Peugeot hat hier auch im Innenraum ein eigenes Konzept verfolgt. Das sogenannte Peugeot iCockpit wird hier umgesetzt. Das schauen wir uns aber auch gleich an. Bei den Platzverhältnissen, sage ich, sitzt man hier äußerst gut auf. Ja, eher
normal ausgeformten Sitzen, straffe Polsterungen, schöne blaue Stitchnähte, die wir hier haben, bei der Allure genannten Ausstattungslinie oder der Einstiegslinie hier für den E-Rifter. Und wir haben natürlich genügend Kopffreiheit, Bewegungsfreiheit ist ein bisschen eingeschränkt durch die sehr breite Mittelkonsole, aber auch die Übersichtlichkeit durch große Glasflächen hier sehr gut. Das Peugeot iCockpit ist etwas Besonderes, was das Fahrzeug auch herausstellt von den anderen. Denn Peugeot geht eine Linie, in dem Fall, dass man ein sehr kleines, kompaktes Lenkrad macht, das oben und unten abgeflacht ist. Und der Blick schweift nicht unterhalb oder überall diesen Pralltopf auf das Kombi-Instrument, sondern nein, der Blick soll genau über den Lenkkranz auf das eher erhöhte Kombi-Instrument gehen, was dann auch so ein bisschen Head-Up-Display-mäßig daherkommt, denn der Blick soll möglichst wenig eben von der Straße weggewandt werden. Wir haben jetzt hier serienmäßig auch bei allen Elektrofahrzeugen dieser Hochdachkombis ein digitales Kombi-Instrument. Aber wie wir sehen, sehr schön aufgelöst. Wir haben über das Multifunktionslenkrad, was ebenfalls sehr simpel von der Bedienbarkeit ist, die Möglichkeit, uns hier diverse Anzeigen genauer hervorzurufen. Über diese kleine Walze hier auf der linken Seite können dann eben vorkonfigurierte oder konfigurierbare Ansichten erzeugt werden oder hervorgerufen werden. Wir haben sogar noch hier vorne ein kleines Ablagefach für zum Beispiel eine Sonnenbrille oder ähnliches. Aber überhaupt sind Ablagen hier im Hochdachkombi natürlich sehr gern gesehen und vor allem auch echt richtig viel vorhanden. Wir haben zwei Becherhalter an der Seite, wir haben hier noch ein Ablagefach hier vorne. Hier das induktive Ladefeld fürs Smartphone, ein zweigeteiltes Handschuhfach haben wir hier zusätzlich, wo wir auch allen möglichen Krams reinbringen. Hier noch eine kleine Ablagemöglichkeit, zudem hier oben noch die großen Ablagefächer. Gerade für Gewerbetreibende ist diese Ablagefläche ja da oben wichtig mit Frachtbriefen oder ähnlichen. Dann eben diese breite Mittelkonsole mit einer großen Ablagefläche hier. Da versteckt man dann auch wirklich eine 1,5 Liter PET-Flasche ohne Probleme. Auch hier alles sehr clean. Wir haben hier in der Mitte den Fahrwählschalter jetzt hier für die Stufen P, R, N und D sowie das kleine B. Das B für die Brake-Variante, das heißt also die Rekuperationsstufe, die wir haben. Wir können auch nur entweder leicht rekuperieren beim Rollen oder aber in B etwas stärker. Ein One-Pedal-Drive kann allerdings hier nicht umgesetzt werden. Wir haben hier noch ein Klimabedienteil, ein physisches, was ich sehr zu schätzen weiß. Auch der Bildschirm hier passt sehr gut. Es ist perfekt im Fahrersichtfeld. Hier oben die USB-Schnittstelle für Apple CarPlay oder Android Auto, was wir haben. Ansonsten haben wir hier noch kapazitive Felder, um hier entsprechend die Menüs durchzugehen. Hier gibt es auch nicht viel zu erklären, denn auch das sehr übersichtlich und einfach gestaltet. Eine kleine Besonderheit haben wir hier noch, die All-Grip genannte Traktionskontrolle, die man sich hier noch herholen kann. Also eine erweiterte Traktionskontrolle, die weiß, welcher Untergrund, oder man kann hier den Untergrund vorwählen, ob Schnee, Matsch, Sand oder eben Straße, beziehungsweise die Traktionskontrolle komplett deaktivieren. Und dann passt die Traktionskontrolle hier auch die Kraft für die Vorderräder optimal an, sodass man auch auf schlechtem Untergrund oder rutschigem Untergrund sehr sicher und gut vorankommt. Eine Bergabfahrhilfe gibt es dann auch noch zusätzlich. Braucht man jetzt wahrscheinlich eher weniger bei so einem Fahrzeug, aber na gut, wer bei Gefällen etwas Angst hat, der kann die aktivieren. Überhaupt sind die Materialien eher sehr robust und einfach abwaschbar. Ein bisschen schade, schön sind diese leicht matt blaufarbenen Kunststoffapplikationen hier im Peugeot-Modell, allerdings auch eher etwas kratzempfindlich. Finde ich ein bisschen schade, würde ich mir vielleicht auch ein bisschen mehr Hochwertigkeit wünschen, aber es ist schlicht und ergreifend weiterhin immer noch ein Nutzfahrzeug, in dem wir jetzt sitzen und welches wir jetzt auch auf der Straße bewegen werden. Der Antrieb, der hier unter der Motorhaube steckt, ist ein 100 kW starker Elektromotor, der an eine 50 Kilowattstunden bruttofassende Antriebsbatterie gekoppelt ist. Der Elektromotor bietet ein maximales Drehmoment von 260 Newtonmeter, was dann für einen Beschleunigungswert von 0 auf 100 von 11,7 Sekunden sorgt. Klingt jetzt erst einmal nicht sonderlich gut. Ja, aber warum?
Ja, schlicht und ergreifend, weil der E-Rifter doch sehr schwer ist durch dieses Batteriepaket, was wir hier mitschleppen. Das Leergewicht liegt nämlich hier bei rund 1,9 Tonnen und die maximale Zuladung liegt dann bei rund 550 Kilo. Das heißt, wie wir sehen, wir kommen so knapp an die 2,5 Tonnen Masse heran, maximal. Und wenn dann noch der Anhänger hinten dran ist, dann darf das Gespann eben über 3 Tonnen wiegen. Das ist dann schon sehr stattlich. Fragt sich natürlich, ob unter Ausnutzung der vollen Ladelast oder Ladezuladung quasi auch noch genügend Vortrieb vorhanden ist. Ja, das sollte ganz gut noch gehen. Überholmanöver würde ich jetzt aber vielleicht gut planen. Dennoch, der E-Antrieb hier lässt sich ja im Drive-Mode in 3 Stufen einstellen. Entweder Eco mit reduzierter Leistung oder aber Normal, indem man ihn quasi kontinuierlich bewegt, oder eben Sport, und da werden dann eben die 100 kW Spitzenleistung abgerufen. Die Dauerleistung, die übrigens angegeben ist immer im Fahrzeugschein, die liegt bei lediglich 77 PS. Das liegt einfach daran, weil diese Nennleistung muss der Antrieb über 30 Minuten lang konstant aufrechterhalten, und das ist eben dann die angegebene Leistung in den Fahrzeugpapieren. Beim Fahrwerk haben die Ingenieure sich hier für meine Begriffe eine sehr gute Abstimmung entschieden, denn man hat ihn hier nicht unnötig hart werden lassen aufgrund des zusätzlichen Gewichtes, sondern das Fahrzeug bleibt französisch typisch angenehm komfortabel gefedert, die Lenkung sehr leichtgängig, ohne wirkliche Rückmeldung von der Straße. Das Ganze fühlt sich nur durch dieses kompakte Lenkrad etwas dynamischer an als bei den anderen Derivaten. Das ist dann eher eine Spielart, die der Peugeot hier noch ein bisschen versucht zu spielen, also den Dynamiker unter diesen 5 Derivaten, ohne es wirklich zu sein, das muss man ganz klar sagen. Ein bisschen schade finde ich die Bremsanlage, die hat einen sehr undefinierbaren Druckpunkt, weil der Übergang eben zwischen Generatorleistung, wenn die erreicht ist, und dem Übergang auf die Bremswirkung auf die Scheibe nicht so fein abgestimmt ist. Da passiert es dann öfter mal, gerade wenn man langsam fährt, dass das eher sehr ruckartig passiert und sich einfach nicht feinfühlig genug das Bremsen dosieren lässt. Die Antriebsgeräusche sind hier natürlich sehr zurückhaltend. Man hört ein Surren, so dieses typische U-Bahn, Trambahn, Summen. Die Windgeräusche sind angenehm niedrig, auch das wirklich sehr schön, gerade wenn man dann lange unterwegs ist. Und ein großer Vorteil in der Stadt, ein sehr kleiner Wendekreis, in unserem Fall von rund 11 Metern. Und das Fahrzeug fühlt sich auch angenehm handlich an, sodass man selbst in Parkhäusern sich ganz gut mit dem großen Fahrzeug zu behelfen weiß. Wer ein hohes Maß an Wert für Assistenzsysteme legt, auch die gibt es hier in zahlreicher Funktion. Beim Peugeot E-Rifter, so haben wir unter anderem eine Rückfahrkamera, wir haben einen Notbremsassistenten, eine aktive Spurhaltung und Notbremsassistenten, also Querverkehrswarnung ebenfalls vorhanden. All das gibt es hier. Nur leider nicht gegen Aufpreis gibt es hier einen Abstandsregeltempomaten. Hier gibt es nur den normalen Tempomaten, in meinen Augen aber auch völlig ausreichend. Ja, das Thema Laden hatten wir jetzt noch gar nicht thematisiert. Und da ist der Peugeot E-Rifter leider auch nicht top of the line. Es ist eher so Mainstream, muss man einfach mal sagen. Schnellladen, so wie jetzt hier mit CCS, kann er mit offiziell maximal 100 kW. Klingt zumindest erst einmal in der Praxis gar nicht mal so schlecht. Aber in der Theorie nicht schlecht, in der Praxis sieht es leider anders aus. Über 85 kW Ladeleistung konnte ich bis dato leider nie umsetzen. Selbst wenn der State of Charge unterhalb von 15% war. Die Ladezeit gibt Peugeot selbst an mit rund 30 Minuten von 0 auf 80%. Da kann ich auch eher sagen, so 10 bis 80% in ungefähr 35 Minuten. Wir haben serienmäßig noch einen 11 kW Onboard Charger. Das heißt also, ihr könnt maximal 11 kW ziehen. Rund 5 Stunden braucht dann der Akku, um wieder volle Kapazität zu erhalten, wenn er denn leer ist. Das ist durchaus ganz gut und wird auch ein ordentliches Kabel mitgeliefert ab Werk. Jetzt eine Wärmepumpe gibt es hier allerdings nicht und auch ein wirkliches Thermalmanagement für die Akkuzellen gibt es hier jetzt nicht so wirklich. Sobald es dann echt mal extrem kalt ist, dann ist die Ladeleistung sehr, sehr gering, und das konnte ich schon mit dem Opel
Combo live herausfinden. Ich hänge ihn jetzt mal an die Ladesäule und wir werden gleich dann noch erfahren, wo der Verbrauch lag bei unserer Verbrauchsfahrt hier und dann auch, was unser Rifter auch natürlich kostet. Unser Ausgangs-State of Charge ist erreicht. Dennoch lassen wir ihn hier noch ein bisschen am Ladekabel hängen, während ich euch mein Fazit zum E-Rifter sage. Zunächst einmal, was hat er denn jetzt wirklich auf unserer Verbrauchsrunde an Strom konsumiert? 20,9 Kilowattstunden ist der angegebene WLTP-Verbrauch. Natürlich, die warmen Außentemperaturen hier von knapp 30 Grad kamen dem Ganzen sehr zugute. Das muss man klar sagen. Wir haben hier einen Bordcomputerwert von 17,1 Kilowattstunden, der nach Ladung jetzt 18,44 Kilowattstunden auf 100 Kilometern ergeben hat. Damit hätten wir dann eine Reichweite von 250 Kilometer, denn von der 50 Kilowattstunden Antriebsbatterie sind 46,3 Kilowattstunden hier nutzbar. Das ist ein ganz ordentlicher Aktionsradius, jetzt bei sommerlichen Temperaturen. Im Winter konnte der Opel Combo E-Life bereits zeigen, dass das allerdings sehr schnell in eine andere Richtung gehen kann. Für die, die das interessiert, schaut euch einfach das Video unten in der Videobeschreibung einmal an. Was kostet der E-Rifter eigentlich? Und zwar in der Kurzvariante als Allure geht es dann los bei knapp über 41.000 Euro. 1.200 Euro mehr kostet dann das mehr an Kofferraum, was ich durchaus empfehlen würde. Das finde ich sehr positiv. Wer 7 Sitze hat, der muss die GT-Variante nehmen und dann 750 Euro nochmal, wie gesagt, für 2 Einzelsitze investieren. Unser Testwagen hier mit gut umfänglicher Ausstattung liegt jetzt, so wie er hier steht, eben mit der nachgerüsteten Anhängerkupplung von 46.000 Euro. 46.000 Euro vor Abzug aller Förderungen. Viel Geld sicherlich für ein durchaus aber sehr großes und vielseitig nutzbares Fahrzeug. Sehr komfortabel und es fährt sich auch wirklich sehr entspannt, muss ich sagen. Also meiner Meinung nach ein wirklich gutes Auto. Auch mit dem E-Antrieb passt das so durchaus ganz gut zusammen. Wer natürlich Langstrecken fahren möchte oder muss, für den ist dieses Auto eher nichts, weil die Ladeleistung eher relativ gering ist oder recht schwach ist. Für den, der zu Hause laden kann und gelegentlich nur mal etwas längere Strecken fährt, für den ist das Fahrzeug sicherlich sehr gut. Schreibt mir aber jetzt gerne eure Meinung unten in die Kommentarbox, wie ihr den E-Rifter findet oder aber Hochdachkombis mit elektrischem Antrieb. Und lasst uns gerne ein wenig diskutieren. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dieses tut und dem Video hier noch ein Like gebt. Und damit schöne Grüße an euch zu Hause, wunderschönen Tag euch noch, danke fürs Reinklicken, tschüss und Servus, euer Ubi.